desk. Sorry, dass ihr das gerade irgendwie verpasst habt. Was passiert? Ich habe den da oben getötet. Ich habe hier nichts getötet. Macht aber nicht so viel. Das heißt, ich kann ihn jetzt in die Zange nehmen mit meinen zwei. Und hier unten hat er sich nicht bewegt. Das heißt, außer dass er jetzt gleich in meine Richtung guckt, ich kann versuchen, dorthin zu gehen und dahin zu zielen, während er einfach nur in die Richtung zielt. Was passiert? Ich töte ihn. Und da es so schnell passiert, wenn ich um die Ecke komme, kann er auch eigentlich nichts machen, in irgendeine andere Richtung gehen oder so. So, wie nehme ich den denn jetzt in die Zange? Ich meine, wenn ich daher gehe, ist das so ein langer Gang, null Chance. Also muss ich wieder hier hin. Mit ihm gehe ich mal hier hin und ziele dahin. Mit ihm bleibe ich hier und ziele erstmal in die Richtung. Gucke, was passiert. Gut, wenn er sich nicht bewegt, ist alles super. Was passiert, würde er mich austricksen wollen? Runtergehen. Probieren wir es einfach. Gott, erste Mission und ich brauche 3 Anläufe, 4 Anläufe. Er kommt schon in meine Richtung. Oh, da hinten. Mission complete. Er hat versucht wegzurennen. Ich dachte, das wäre gar nicht möglich gewesen. Weil mein Test ja direkt geschossen hat. Gut. Ein Verlust, aber letzten Endes doch noch gewonnen. Result. Rating. Bronze ist das? Gehen wir mal lieber weiter. Ja, Main Liberty. Gut. Super, so viele Techniker wie möglich außen nehmen. So viele Zivilisten. In anderen Worten, so viele Zivilisten wie möglich. Mindestens 5. Gut. Man sieht Shotgun, Shotgun, Maschinengewehr, Maschinengewehr, aber nicht so ein tolles wie eben. Gehen wir als erstes hier hin. Oh. Weißt du was? Gehen die Richtung. Zielmarker. Macht die platt. Vielleicht kriegt er dann auch die 8. Hallo, Bud. Sollte ich vielleicht ausmachen. Ich weiß nicht mal, wo die fliegen. Einen Ausgang oder können die irgendwo hin? In so einem Fall gehst du auf jeden Fall dorthin und ziehe mal. Wohl. So. Du gehst ein paar Schritte vor und zielst alles in die Richtung. Wenn der da rausläuft, muss ich das nächste Runde irgendwie machen. Du tötest erstmal den. Die da drin kann ich gerade nicht wirklich besiegen. Mit dir. Du rennst einfach so weit wie möglich in die Richtung. Und System primed. Gucken wir mal, was die eigentlich machen. Ich habe keine Ahnung, außer dass sie fliehen wollen und sich nicht wehren. Okay, sie rennen wild im Kreis und haben sie auch. Die Geiseln, sind ja keine Geiseln. Die Techniker selber wissen nicht, wo sie entkommen können. Super! Was ein Massaker. Schon sehr zynisch, oder? Yay!
viel besser geht's, glaube ich, auch nicht als in einer Runde ohne Casualties. Gibt's Friendly Fire? Ich weiß nicht, ob es Friendly Fire gibt. Das wäre natürlich noch richtig tiefschlagmäßig. Alle. Gut. Wir sind drin und... Hallo, Kate. Gut, ja, zurzeit sind nur zwei Gegner da, beide mit Shotguns. Wie gesagt, sie können wir nicht. Aber ihr Weg wird simuliert, das ist doch schon mal gut. Ich habe drei Units. Ich schätze mal, der wird irgendwo hier hingehen. Alternative wäre, der würde hier. Gehe ich auf jeden Fall hier hin und decke ab, falls er dorthin geht. Er kann fast noch weniger machen. Da gehe ich mit ihm. Dorthin und mittel das Ganze. Vielleicht kann ich hier so einen netten Schuss zwischendurch machen. Mit ihm will ich auf jeden Fall nach oben, weil hier mehr Deckung ist und er hat ja eine Shotgun. Ich starte einfach mal. Gerade so raten. Geht er nach links, geht er nach rechts? Ja, eine Gefahr ist er nicht. Da Shotgun ja zu geringen Reichweite hat. Guck, er geht nach links. Wird platt gemacht. Okay, angeblich wird er automatisch gleich schießen. Wundert mich, dass er das letzte Mal nicht gemacht hat. Ihn will ich für den Moment dorthin bewegen. Und ihn, ja, was mache ich mit ihm? Keine Ahnung. System primed. Ich meine, da unten, er fängt wieder direkt an zu schießen. Das sollte normalerweise nicht allzu viel schief gehen. Hostile neutralized. Ach, ja, Hostile, klar. Ich hatte erst Hostage verstanden und wieso bringen wir die Geiseln um? Gut, neuer Gegner. Da oben einer mit Shotgun. Geh noch ein bisschen dorthin. Schieß weiter. Dich stehe ich dorthin. Mach's so. Was wird passieren, wenn er dorthin geht und in die Richtung schießt? Nothing. Was wird passieren, wenn er erst löschen? Dorthin geht. Also ungefähr das gleiche wie ich und. Er wird mich töten. Das ist auf jeden Fall schlecht. Achso, ja, klar, er hat Cover. Kann ich mich hinducken? Kurz gesagt, das darf ich nicht machen. Ich gehe dann halt nur hier hin. Hier hin und schieße einfach nur in die Richtung. Und so will ich ihn sogar töten, weil ich genug Deckung habe. Da unten war nichts Neues. Geh ein bisschen in die Richtung weiter. Ist aber relativ egal. Gut, damit sollte ich vorbereitet sein. Wenn er in den Raum reingeht, habe ich ja den nächsten Zug, um ihn zu eliminieren.
Cell neutralized. Ah, okay. Das war einfach. Ein Sniper. Sniper kann man sich vorstellen, haben eine riesige Reichweite. Und sieht er mich dort? Ah, stopp mal eben. So sieht er mich nicht. Was, wenn ich mit ihm in die Richtung gehe? Und ja. Ich komme schnell genug durch. Ich will mit ihm noch weiter. Ich hoffe einfach mal, dass sie wirklich nur an diesen Seiten hier spawnen, dann habe ich kein Problem und ich sollte mit dem Typen eigentlich überleben. Der Sniper braucht halt eine Zeit, um anzuvisieren und die Zeit möchte ich ausnutzen. Das war ein Sniper mit Tutorial, ob da. Ja, er geht in die Richtung, er versucht zu schießen, er kann nicht schießen. Ich gehe hoch und ja. Ich sollte schneller schießen. Dass der Sniper auf die Entfernung jetzt noch groß was machen kann. Er müsste minimal vor mir anfangen zu zielen, aber das sollte ihn eigentlich trotzdem umbringen. Hostile neutralized. Sag ich doch. Komm, jetzt sind. Geht doch mal ein bisschen schneller. Toll, es ist kein Gegner da. Etwas hier in Cover und gehe ich dahin und ja, was soll ich auch machen ohne Gegner? Give me more enemies. Das kann man auch schön im Multiplayer machen. Dort ist wirklich, ich denke, dass er das macht, dass ich das mache, dass er es mache. Okay. Gut, wenn sie sich nicht bewegen, läuft das gar nicht schlecht. Auf den anderen Weg gehe ich dorthin und ich denke, das ist gar nicht schlecht. Bei dir canceln wir erstmal. Gehen dorthin. Wenn die ducken, dann kann ich gar nicht mehr drüber gucken. Ja, und machen das so und ich denke, das ist gut. Den da oben sollte ich, den da unten, wenn er sich blöd ansteckt, kriege ich ihn. Und wenn nicht, sollte ich meinen Mann eigentlich auf keinen Fall verlieren. Daher. Er hat den ausgeschaltet. Ha, das ist blöd. Ich dachte, auf die Entfernung würde er mit der Shotgun auf jeden Fall schießen, vor allem, da ich hinter Deckung war. Ha, ach Gott, er hat den ausgeschaltet. Geht dorthin. Ja, keine Gegner da. Ich mach wieder weiter. Er da unten gefällt mir hinter der Glas eigentlich recht gut. Thank you.
viele Gegner da. Spannendes Spiel, oder? Ich habe auch nicht gesehen, dass man ihn über Schwierigkeitsgrade auswählen könnte. Also es ist nicht so, dass ich super duper easy genommen habe und da jetzt alles für mich spricht. System primed. Tja, keine Ahnung. Vor allem bei der ersten Mission bin ich ja endlos gestorben. Als Gegner vorhersehen muss ich echt noch üben. Und, yay, sie ist entkommen. Mission complete. Gut, das sollte ja Score 1. Etwas höher als 1 könnte es ruhig sein. Irgendwie klingt das auch alles nicht so unglaublich wichtig. Nun ja, soll's hierfür sein erstmal? Wie kann ich speichern? Was ist das? Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Ich sehe einen. Ah, okay. IRC-Server? Anscheinend ein ISC-Server. Wie kann ich speichern? Ich habe hier einen Main-Menü-Button. Ich bin mir nicht sicher, ob mich das ohne Speichermöglichkeiten zurückwirft, aber ja, man sieht sich nächstes Mal. Mach's gut!